Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wir sind mal wieder unterwegs zum Bikepark Attendorn und mein Ziel ist heute, da richtig in die Landung zu springen, weil letztes Mal war ich nicht ganz zufrieden und vielleicht, es gibt ja die kleine und die große Jumpline und ich will die große auf jeden Fall mal ausprobieren. Also bleibt auf jeden Fall dran, es wird spannend. Außerdem, wir checken den Biggesee ab, der ist nämlich da ganz in der Nähe. Und heute Abend gibt es wieder mal einen Lieferando-Check. Also übel vollgepacktes Video. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir nehmen euch heute mit. Bis dann. Was geht ab, Leute? Wir sind angekommen in Attendorn. Der Sender Steve schiebt natürlich mit mir. Die anderen Jungs sind motiviert. Und ich habe gar kein Fahrrad. Ja, wir checken das jetzt mal nochmal aus hier. Ein paar Backflips. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Habe ich noch nichts gesehen von. Nee. Aber heute große Jumpline, oder? Heute alles. Okay, Steve ist auch krass motiviert. Alle sind krass motiviert. Alle sind krass. Besonders der Marvin. Ja, der Bugmarv, der hat sein Bike am Start. Kannst gleich mal Bike fahren. Natürlich auch ein Canyon. CF8.0. Ja. Yeah. Er hört jetzt auch sein Bike am Start. Canyon. CF8.0.
So Leute, erstmal Attendorn fertig. Nächster Stop ist jetzt Biggesee. Checken das mal ab. Vielleicht kann man das ja mal irgendwann mit ein bisschen, weiß nicht, Sonnenschwimmen und so. Weil Urlaub dieses Jahr, wer weiß, wie das aussieht. Ja, wir nehmen euch auf jeden Fall wieder mit. Auf geht's zum Biggesee. Jo Leute, was geht ab? Wir sind jetzt da am Wasser. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eher Talsperre oder wirklich jetzt See ist. Keine Ahnung. Wir haben ein paar Bilder gemacht und ein paar Videos gemacht. Ja, auf jeden Fall echt nicer Spot. Ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer richtig cool ist, weil man hier überall irgendwo liegen kann. Wenn ihr euch das mal anguckt, hier überall kannst du dich theoretisch hinlegen und dann irgendwie schwimmen gehen oder so. Aber jetzt, wo es kühl ist, sind, glaube ich, nur Angler unterwegs. Ja, auf jeden Fall ein nicer Spot. So, wir suchen jetzt noch einen kleinen Platz, wo wir ein bisschen chillen können, wo es ein bisschen windstiller ist, weil da hinten absolute Eskalation. So viel Wind einfach. Und hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Aber hier ist nicht so viel Fleckchen für Wasser, um ans Wasser zu kommen. Gucken wir mal. Jetzt Leute, wir sind jetzt hier eigentlich durch. Wir machen gleich auf dem Heimweg. Aber vorher nochmal kleine Sache. Ihr habt ja gemerkt, wir waren jetzt eigentlich nur ein, zwei Stunden da beim Bikepark Attendorn. Und es war auch voll okay. Ich habe gemerkt, wenn ich länger mal auch eine Pause mache zwischen den Tagen, wo ich fahre oder nicht immer mich vollkommen exhauste, also 5-6 Stunden Touren fahre, mache ich im Endeffekt auch schnellere Fortschritte. Deswegen mein Tipp an euch, was ich jetzt so in den anderthalb Monaten, die ich fahre, gelernt habe, ist zwischendurch einfach immer mal Pausen machen, damit ihr auch wieder regenerieren könnt. Das ist bei Fitness, das ist genau das Gleiche. Der Muskel wächst nur in der Regeneration und ich glaube auch euer Körper kann sich an neue Reize, neue koordinative Fähigkeiten besser gewöhnen, wenn ihr zwischendurch einfach kleine Pausen macht. Deswegen wollte ich einfach nur mal kurz diese Erfahrung auf jeden Fall teilen. Vielleicht kennt ihr das ja auch genauso, wenn ihr mal eine Pause gemacht habt, ein, zwei Tage, dass die Dinge viel besser fluppen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg, denn ich habe auch Bock, langsam was Richtiges zu essen. Und dann können wir mal schauen, wo wir heute Abend unseren Lieferando-Check machen. Also Leute, bleibt dran, bis gleich. Jo Leute, was geht ab? Wir sind zurück. Schon ein bisschen länger. Ich musste erstmal Mittagsschlaf machen, weil so früh aufstehen heute Morgen war echt nicht so geil. Jetzt haben wir gerade noch fix einen Livestream gemacht für eine Gewinnspielauslosung, die ja lief von LSP. Und jetzt gibt's Lieferando-Check. Ja, ich muss jetzt halt hier mal jetzt was suchen. Die Lia hat allerdings schon gesagt, es gibt keine Burger und es gibt keine Pizza. Das finde ich ja prinzipiell schon mal sehr schlecht immer. Das bedeutet, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass wir jetzt ja sowas wie Indisch oder so holen oder ja Türkisch oder Asiatisch. Indisch hatten wir schon mal letztens. Ja, wir werden jetzt mal gemeinsam überlegen, was wir bestellen und dann gibt es endlich Essen. Was geht ab, Leute? Unser Essen ist da und die Lia wundert sich gerade, dass ich... Ich habe den Pizzakarton gesehen. ...eine Pizza geholt habe.
und ein Burger. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe gerade eben ja gesagt, ja, die Lia möchte keine Pizza und keine Burger essen. Oh mein Gott! Und ich habe jetzt einfach beides bestellt. Ja, wir haben bei Pizza Boy bestellt, lange da nicht mehr gegessen und noch nie einen Burger gegessen. Und deswegen fand ich das Ganze interessant. Ich habe einen Cheeseburger, also einen Bacon Cheeseburger gewählt. Oh, das ist ja schön. Weil ich mir dachte, okay, können wir mal testen. Ich mache so viele Burger letzte Zeit. Der Patty sieht so semi gut aus. Brötchen ist flauschig. Flauschig? Ist das das Brioche? Das ist kein richtiges Brioche-Brötchen irgendwie. Und ja, eine Dönerpizza mit Knoblauch, Peperoni und Zwiebeln. Hatte ich auch irgendwie Bock drauf. Ich mal ausprobieren. Und ich habe asiatische gebratene Nudeln mit Rindfleisch und Gemüse. Weil ich dachte, ich habe richtig krass Hunger. Und das ist immer eine große Portion. Deswegen probiere ich als erstes teste ich den Burger. Da ist eine Tomate drin, die mag ich schon mal eigentlich nicht. Und? Ah, der Patty ist nicht so geil. Das ist halt nicht wie in einem Burgerladen wahrscheinlich, ne? Ist okay. Aber wenn man jetzt Bock auf einen geilen Burger hat, ist Pizza Boy nicht die erste, der erste Anlauf. Nee, dann ist es der falsche Laden. Was kostet der denn? Der kostet 8,90 Euro. Ist schon nicht günstig, ne? Also klar, ist auch groß. Aber wenn das jetzt nicht so qualitativ hochwertig ist, was da drauf ist. Aber wenn du bei Olli was einen holst, der kostet jetzt auch so viel. Ja? Also muss ich sagen, muss nicht nochmal sein. Trotzdem freue ich mich drauf. Also hier die asiatischen Nudeln mit Rindfleisch. Okay, da kann man auch nicht viel falsch machen, aber die sind auf jeden Fall sehr lecker. Ja, Daniel sagte auch, dass die einen Asiaten eingestellt haben. Ja, aber extra da immer einen Asiaten stehen. Ne? Echt jetzt? Ja. Ja, also ist wie beim Chinesen. Die Dönerpizza. Ja. Die Pizza ist solide dort, ne? 7 von 10. Ist ja Pizza Boy, also wenn du musst. Der Burger ist echt nur ein Durchschnitt 5 von 5. Mehr leider nicht. Ich sag 8 von 10. 8 von 10? Ja, ist richtig gut. Mhm. Die Lia ist einfach nicht so verwöhnt. Mhm. Okay, Leute. Wir machen Feierabend für heute hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, der kleine Tagesausflug, ein bisschen Biken, ein bisschen Quatschen. Ein bisschen Essen. Bisschen Essen. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Ciao.